Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle JDM Tooltip. Wieder zum Thema Essentials, sprich Dinge, Tools, Tackle, welches ich nicht am Wasser missen will und auch nicht vergessen will. Was immer dabei ist, egal ob es schneit, ob regnet, ob auf Barsch, ob Zander, Hecht, wie auch immer, das kommt immer mit in meine Tackle-Tasche. Und zwar ein USB-Stick mit Jigkopf. Spaß, natürlich ist das hier kein USB-Stick. Es sieht so aus wie ein USB-Stick. Das ist hier aber der Golden Mean Hook Sharpener. Das ist eine Hakenfeile von Golden Mean. Und zwar kann man die Hakenfeile super praktisch ausfahren über diesen Mechanismus hier. Wenn ich das nach vorne schiebe, dann habe ich hier meinen Schleifstein drin. Ich kann noch weiter ausfahren. So. Dann habe ich hier meinen Schleifstein drin. Hier sind auch schon so vorgefertigte Rillen für den Haken, für die Hakenspitze. Und damit schleife ich dann entsprechend meinen Haken wieder spitz. Ich habe mir jetzt hier einen neuen besorgt, weil der alte letztens baden gegangen ist. Den konnte ich natürlich nicht mehr retten. Aber der tut hier genauso seine Dienste und ich fand ihn auch super praktisch. Einfach weil er ultra klein ist, ultra leicht. Man kann ihn einfahren. Er ist schnell zur Hand. Ich schiebe es raus wie so ein Cuttermesser. Und habe hier dann die volle Schleiffläche für meinen Haken. Und Leute, ich weiß, Haken wieder scharf machen, da gibt es wirklich eine Wissenschaft, aber man muss auch dazu sagen, ich als Spinnenfischer bin auch nicht auf eine Selbsthakenmontage wie zum Beispiel die Karpfenangler angewiesen, sondern ich setze meinen Anhieb auch nochmal aktiv selbst. Das heißt, die Schärfe des Hakens muss nicht ganz so extrem sein wie zum Beispiel beim Karpfenangeln. Und sowieso ist es nicht Sinn und Zweck, mich am Wasser eine halbe Stunde hinzusetzen, um meinen Haken zu schärfen, damit er möglichst scharf ist, sondern ich versuche nur ein besseres Ergebnis zu dem davor zu erreichen. Also sprich, wenn ich einen richtig fiesen Hänger hatte, ich den typischen Test mache mit meinem Finger und merke, oh, er ist nicht mehr spitz. So, dann schnappe ich mir einfach meine Feile, meinen Haken oder den Köder mit dem Haken, lege die Spitze einmal linksseitlich in diese Rille rein und schiebe sie zwei, dreimal mit ein bisschen Druck durch die Rille. Dann nehme ich das Ganze und mache es mittig. Und dann nochmal von der rechten Seite. Mache dann nochmal die Probe. Und wenn er kleben bleibt, dann ist er wieder scharf. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens noch einen Link zu dem Ding. Ich finde das Teil echt super praktisch. Klein, handlich und leicht, passt in jede Hosentasche, kann man hier auch mit dem Splitring an einem Karabiner festmachen und an seiner Tackle-Tasche befestigen, also super geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe das Video hat euch gefallen, beziehungsweise ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch eine Tightline am Wasser, beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye bye!